Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Wir stehen jetzt hier in der Wasp-Pampa und wollen hier mal so ein bisschen Zweige absägen, um die Klassenquests mal ein bisschen voranzutreiben. Dazu muss ich hier an den Baum hier ran. So, auf zum nächsten Baum. Man verletzt meine Freunde. Okay. Ah, da ist er, da unten. Okay. Och nein! Oh nö. Ah, oh Gott sei Dank. Gut, dann müssen wir uns noch den dritten und letzten holen und dann können wir auch in die Höhle gehen, um die Planetenquest voranzutreiben. So, irgendwo. Wo steht denn dieser Baum? Ach, da hinten. Gut. Ich dachte. Gut, wo muss ich denn jetzt hin? Ja, okay, gut, dann machen wir jetzt, gehen wir erstmal jetzt hier hinein um die Planetenquest und dann jetzt hier Klassenquest. Oh,
Verschwenden wir keine Zeit. Es gibt so viel zu tun. Schön, euch zu sehen. Ach Gott. Ein Jedi? Mein Dank. Meine Familie war nicht Schutz genug. Alle Geschehnisse sind notwendig. Doch ihr Tod beunruhigt mich. Eure Familie ist nicht verloren. Sie sind zu ihrer Quelle zurückgekehrt. Entschuldigt bitte, Quelle? Es heißt, dass es eurer Familie gut geht. Sie müssen nicht mehr leiden. Diese Opfer haben einen Sinn. Die Pilgerreise hätte ihn aufgedeckt. Meine Reise ist zu Ende. Meine Familie ist fort. Der heilige Boden geschändet. Ein Fremdling ist eingedrungen. Ich hatte gehofft, euch auf eurer Pilgerreise begleiten zu dürfen. Eine Jedi-Beschützerin. Mit mehr Fähigkeiten als ein Kommando. Ihr seid ein Fremdling. Kann ich jemandem trauen, der kein Voss ist? Ich schwöre bei meiner Ehre als Jedi-Meister, dass ihr mir vertrauen könnt. Ihr dürft mich begleiten. Sobald ich ein Mystiker bin, werdet ihr Zeuge meiner Visionen. Was tun wir jetzt? Ich gehe zur Novizenhalle beim Schrein der Heilung. Es wird den Heilern eine Ehre sein, mich zu lehren. Zuerst eine Markierung auf dem Pilgerpfad.
Ich erweise Li Shina die Ehre. Gaiden Ko, eure Familie sollte zur Ruhe gebettet werden, bevor wir aufbrechen. Ich werde das veranlassen. Die Zeit ist knapp. Die Pilgerreise wird es erklären. Ihr geht zuerst. Ruft mich über euer Gerät, wenn alles sicher ist. Ich folge dann. Der Pilgerpfad wartet. Okay. Dann wollen wir mal jetzt in die Höhle da gehen und den anderen da finden, den Malcolm da finden. Ach, und die Imperialen sind auch schon da. Nun gut. Jetzt erstmal langsam. Muss ich auch nochmal durchkämpfen. Ah!
Gut. Malcolm Terrex? Die Republik bietet euch eine Begnadigung an, im Austausch für Informationen. Ihr seid zu freundlich, Edi, aber so leicht bin ich nicht rumzukriegen. Was ich weiß, ist mehr wert als mein Leben. Wie kommt ihr darauf, dass ich mein Wissen mit euch teilen würde? Naja, dein Leben hängt an seinen Faden, würde ich mal sagen, ne? Außer mir steht nichts mehr zwischen euch und einem Erschießungskommando. So einfach ist das nicht. Wer das Imperium verrät, ist für den Rest seines Lebens dem Tode geweiht. Wenn ich euch helfe, werden sie mich nicht einfach schnell erschießen. Das Imperium wird mich verfolgen und ich werde meinen Verrat büßen müssen. Wenn die Republik mir wirklich eine Chance geben will, brauche ich Credits, Vorräte und einen Transport weg von hier. Mir ist alles recht, was mich fort von hier bringt. Geboren im Schoß der Republik. Okay, zurück zum Botschafter. Ja, warte mal. Ich habe auf euch gewartet. Malcolm Terrex befindet sich auf einem Transporter nach Coruscant. Sein Preis war hoch, doch das war es wert. Lord Beldis wird sich aus dieser Sache nicht herausreden können. Terrex war in Voska, um gescheiterte Mystiker ausfindig zu machen. Lord Beldis bietet ihnen eine Alternative. Sie sollen sich den Sith anschließen. Was hat Lord Beldis vor? Lord Beldis hat die Schwachstelle der Vos gefunden. Wenn er genügend gescheiterte Mystiker bekehrt, braucht das Imperium keine Allianz mehr. Ich würde ihnen gern eine Alternative bieten, aber die Jedi betrachten die Mystiker als Bedrohung. Den Mystikern mit Vorsicht zu begegnen, ist kein Verbrechen. Wenn es die Chancen der Republik auf eine Allianz ruiniert, dann schon. Wenn Terrex gescheiterte Mystiker findet, schickt er sie in die Ruinenstadt. Die Überreste einer uralten Voss-Siedlung. Die Sith haben dort ein Ausbildungslager. Wenn wir sie mit den gescheiterten Mystikern erwischen, müssen die Voss das zur Kenntnis nehmen. Die Voss möchten sich vielleicht von ihrem neuen Sith-Dasein nicht mehr trennen. Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Ich würde gern selbst mit den gescheiterten Mystikern reden. Kontaktiert mich, sobald es sicher ist. Ich beende jetzt hier den Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.